Noch nie gab es so viele Kinder und junge Menschen wie heute. 3,1 Milliarden Menschen auf der Welt sind jünger als 25 Jahre. Rund 90% von ihnen leben in Entwicklungsländern. Dies gilt insbesondere für Afrika, denn dort wächst die Bevölkerung am schnellsten. Hier sind 60% der Bevölkerung jünger als 25 Jahre. Prognosen zufolge wird sich die Bevölkerung Afrikas bis 2050 verdoppeln. Dann werden dort bis zu 2,5 Milliarden Menschen leben. Hunger und Armut, Konflikte und Klimawandel, Flucht. Viele der Herausforderungen, vor denen wir heute weltweit stehen, betreffen die junge Generation besonders. Aber wir können die Zukunft gemeinsam gestalten. Hier setzt die deutsche Entwicklungszusammenarbeit an. Investitionen in die Gesundheit und Bildung junger Menschen sind Investitionen in die Zukunft der Gesellschaft. In Entwicklungs- und Schwellenländern genauso wie bei uns in Europa. Wenn sie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, treiben junge Menschen überall auf der Welt Innovation und Entwicklung voran. Sie entwickeln Ideen und digitale Lösungen, die zum Beispiel Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, zu weiterführenden Bildungsangeboten oder zu zukunftssicheren Berufen schaffen. Dieses Innovationspotenzial junger Menschen ist einer der zentralen Faktoren, die Afrika zu einem Chancenkontinent machen. Dafür steht der BMZ-Marshallplan mit Afrika. Er basiert auf der Agenda 2063 der Afrikanischen Union und auf der Agenda 2030. Mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung schafft sie die Grundlage dafür, weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde zu gestalten. Die Agenda ist die zentrale Richtschnur für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir daran, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Zur Bewältigung der Herausforderungen und zur Gestaltung der Zukunft brauchen wir alle an Bord. Regierungen, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen und andere gesellschaftliche Akteure. Wir alle können unseren Beitrag leisten. Liebe Gäste, erstmal herzlich willkommen zum Dialogforum Innovationen für eine gesunde Zukunft, eine Veranstaltung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Kooperation mit der Bill und Melinda Gates Stiftung und der Technischen Universität Berlin. Für diejenigen, die vielleicht nach unserem kurzen Vorprogramm jetzt noch dazugestoßen sind, mein Name ist Monika Jones. Ich bin Wirtschaftsmoderatorin beim Deutschen Auslandsfernsehen, der Deutschen Welle, manchen auch bekannt als DW. Und ich habe das Vergnügen, jetzt durch diesen Dialog mit Bill Gates und Bundesminister Müller und Ihnen, Sie alle dabei zu begleiten und diesen Dialog zu moderieren. In Kürze werden die Herren auch gleich durch diese weiße Tür zu uns stoßen. Sie haben bereits sich ins Goldene Buch hier eingetragen und sind auf dem Weg. In der Zwischenzeit ganz kurz nochmal für diejenigen, die das vorhin nicht gehört haben. Die Veranstaltung ist sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Wir wechseln zwischendurch. Wir haben Dolmetscher, die dafür sorgen, dass Sie nichts verpassen. Sie brauchen nur ein Headset. Die werden hier dann auch entsprechend verteilt für Sie. Die Veranstaltung wird über den eigenen Hauskanal der Technischen Universität auf YouTube live ausgestrahlt. Ein Livestream also. Insofern, falls die Kamera mal in Ihre Richtung zeigen sollte. Sie dürfen winken, aber Sie sollten sich bewusst sein, es kann sein, dass Sie auch mal gesehen werden. Wir haben hier WLAN, das ist ganz wichtig, weil dieser Dialog mit Ihnen in erster Linie über das Kommunikationstool Slido läuft. Da haben Sie auch die ganzen Zugangsdaten hinter mir hier auf der Leinwand, für den Fall, dass Sie da noch nicht eingeloggt sind. Die meisten von Ihnen sind das, denn wir haben schon im Vorfeld, weil wir eben nur eine knappe Stunde insgesamt haben, ein paar Fragen ausgewählt, die wir unbedingt an Bill Gates und Bundesminister Müller stellen möchten. Die haben wir eingegrenzt aus der
Vielzahl von Fragen, die bereits während der Anmeldung von Ihnen bei uns eingegangen sind. Das war teilweise ein Kopf-an-Kopf-Rennen und von drei Themenblöcken haben wir letztendlich vier Fragen, weil in einem Themenblock war es dann doch schwierig, sich auf eine wirklich dann zu entscheiden. Und insofern haben wir auf jeden Fall vier Fragen. Das heißt aber nicht, dass nicht noch mehr Fragen gestellt werden können. Das entscheiden aber wiederum die beiden Herren, sobald sie hier sind und sobald wir anfangen. Wie gesagt, die Zeit ist ein bisschen unser Feind und arbeitet gegen uns. Mit dem Kommunikationstool Slido können Sie aber ab jetzt, das ist jetzt offen, können Sie sofort Fragen schicken. Und da sind Sie auch schon. Ladies and Gentlemen, please welcome Bill Gates und Bundesminister Dr. Gerd Müller. Und Professor Dr. Christian Thomsen, Präsident der TU Berlin. Und weil wir alle komplett sind und ich eigentlich alles gesagt habe, was Sie wissen müssen vor der Veranstaltung und Zeit, das wirklich die Herausforderung ist, möchte ich mich auch gar nicht länger damit aufhalten. Wir werden zunächst das Grußwort des Hausherrn haben, das ist Professor Thomsen, danach eine einführende Rede des Gastgebers, Bundesminister Dr. Gerd Müller. Und danach dürfen wir Bill Gates unsere Fragen stellen. Fragen gibt es übrigens mehr als genug. Wir haben sie im Vorfeld schon versucht, ein bisschen zu reduzieren. Aber es gibt eine ganze Menge. Wir freuen uns, Professor Thomsen, dass wir bei Ihnen hier im Audimax zu Gast sein dürfen. Und Sie haben jetzt das Wort. Sehr geehrter Herr Bundesminister, Excellencies from the Foreign Embassies, Mitglieder, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, ladies and gentlemen, and after all, dear students. It's about to become a tradition. In November 2014, TU Berlin welcomed as a guest Satya Nadella, CEO of Microsoft. And this year, I'm pleased to give a special welcome to Bill Gates, the founder of the Microsoft Corporation. Welcome, Mr. Gates. It's a great honor for our university to host you here and to have you this afternoon and to listen to you. When preparing this welcome speech, of course, I did some research and I learned that you studied at one of the most renowned universities in the world, at Harvard. But as I understand, you didn't really intend to finish the degree from the beginning. And before finishing, you dropped out of the university. And in 2007, on the occasion of the Harvard commencement, Paul Finnegan summed it up with, just imagine what you could have achieved if you stayed with us 2 years more. Although he could be right, as a president of this university, you'll probably understand if I would not endorse it if our students took, in particular, this point of your biography as a role model. I'd rather like to point out another commonality between TU Berlin and the Bill and Melinda Gates Foundation, as we do share one crucial goal with each other. That is to encourage people, our students that is, to take action and to make the world a better one. The fundamental point of our university mission is continuing to develop science and technology for the benefit of our society, and also to recognize our global responsibility by providing the transfer of knowledge, the perception and good practice to relevant target groups in and outside the country. Our satellite campus in El Guna in Egypt is just one example for that. This is exactly what we aim at passing on to our students. Around 1,000 of them are here today. And this is why our university is just the right place for such an outstanding event like this one today. First, TU Berlin, with its 33,000 students, is a place of the young generation, a generation who's eager to get at our university the best preparation for the tasks which will face them in the future. For example, by following Konrad Zuse's footsteps, who is one of the most famous alumnus of this university and invented the world's first programmable computer, the Z3. TU Berlin offers a broad range of programs in 7 faculties, among which there are the natural science disciplines, there's artificial intelligence, ecology, environmental planning, and many more that I don't want to go through in detail. Second,
Along with the other outstanding Berlin universities, TU forms one of the leading research hubs of the world in Berlin. Together, we've built a basis for fruitful cooperation, and we will attempt to resolve the great challenges of our times, whether it be climate change, global health, or the opportunities and risks arising through digitalization. Mr. Gates, we're happy to have you here today, and we're very much looking forward to the oncoming program. May I please ask the Federal Minister, Gerd Müller, now for his opening words. Thank you very much. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Professor Thompson, Bill Gates, we are so glad to have you here, just arrived from California. Liebe Studentinnen und Studenten, das ist ein besonderer Ort, wie Professor Thompson eben gesagt hat. Wir alle wollen heute Bill Gates hören, deshalb von mir nur einige einführende, hinführende Aussagen. Herzlich willkommen. Bill Gates bewegt die Welt als Gründer von Microsoft. Aber, und auch deshalb ist er heute hier und arbeiten wir so viele Jahre schon erfolgreich zusammen, als Kämpfer für eine bessere und gerechtere Welt. Ich komme selbst gerade aus Afrika, von 7 verschiedenen Ländern, die ich besucht habe. Liebe Studentinnen und Studenten, Afrika, der Kontinent, wird sich bis 2050 verdoppeln. Die Weltbevölkerung wächst allgemein rasant, jeden Tag um 230.000 Menschen. 80 Millionen Menschen mehr jedes Jahr auf dem Planeten, 90% davon in den Entwicklungsländern und ganz besonders in Afrika. Und deshalb stehen wir, lieber Bill Gates, liebe Professorinnen und Professoren, liebe Gäste, vor gewaltigen Herausforderungen, nämlich die Frage, wie ernähren wir die Menschheit? Wie retten wir gemeinsam das Klima? Der Fußabdruck wird natürlich immer mehr und es wird immer enger. Und wie besiegen wir AIDS, Malaria, Tuberkulose? Das ist eine ganz besondere Profession von Melinda und Bill Gates. Und er sagt, und ich unterstreiche das, die Probleme sind lösbar. Lass uns optimistisch nach vorne gehen. Computer, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und moderne Technologien ermöglichen heute eine Welt ohne Hunger. Hunger ist Mord wegen unterlassener Hilfeleistung. Wir haben das Wissen. Und das eben auch in diesen Tagen der Welternährungssituation. Eine Welt ohne AIDS, Tuberkulose und Malaria ist möglich. Und ein Leben in Würde. Liebe Studentinnen und Studenten, der Sinn des Lebens ist, allen Menschen auf diesem Planeten ein Leben in Würde zu geben. Und das ist möglich. Bill und Melinda Gates retten Millionen von Menschenleben durch ihre großartige Arbeit. Zum Beispiel in der globalen Impfallianz Gavi, wo wir zusammenarbeiten. Wir haben eben darüber gesprochen. 650 Millionen Kinder, das ist für mich als deutscher Entwicklungsminister auch immer wieder wichtig, in die deutsche Gesellschaft Politik hineinzusagen, was wir bewegen können, wenn wir nur wollen und auch machen. 650 Millionen Kinder in den vergangenen Jahren wurden geimpft. Bill Gates und seine Frau haben einen ganz besonderen Schwerpunkt darauf gelegt, Polio zu besiegen. Ich war noch als Schüler in einer Schule mit 2 Mädchen, die Polio hatten, Kinderlähmung. Wir können diese Krankheit besiegen. Malaria-Sterbefälle wurden um 50% reduziert. Und ich sage hier an der Universität, Computer, neue Technologien, die Digitalisierung geben uns heute auch die Möglichkeit, den Klimawandel zu stoppen und eine globale Energiewende umzusetzen. Die Weltmeere vor Plastik und Verschmutzung zu retten, die Schöpfung für euch, die kommende Generation, die Jugend zu bewahren. Und dazu ist es notwendig, und deshalb sind wir hier bei euch, bei der Jugend Berlins, bei Studentinnen und Studenten. Es ist notwendig, jetzt Verantwortung zu übernehmen und entschlossen zu handeln.
Und dazu meine ich jetzt unseren Konsum, unser Wachstumsmodell verändern. Denn wir müssen verstehen, wir leben in einem globalen Dorf. Alles hängt mit allem zusammen. Und ignorieren wir diese Herausforderungen, den Klimawandel, den Hunger, Epidemien, zerstören wir globale Güter und meinen, uns abschotten zu können und unser Wissen, unseren Reichtum für uns zu behalten, dann kommen die Probleme zu uns. Und Millionen Menschen werden sich ebenfalls auf den Weg machen, aufmachen in Richtung Europa. Bill Gates und seine Frau geht voraus. Er investiert alles, was er kann und hat, in die Zukunft des Planeten und der Menschheit. Er ist uns ein Vorbild, ebenfalls Verantwortung zu übernehmen, uns zu engagieren, die Schöpfung zu erhalten, allen Menschen ein Leben in Würde zu geben. Lieber Bill, es ist großartig, Sie hier zu haben in Berlin, begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf Ihre Worte. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Bundesminister. Darf ich Ihnen ein Mikrofon in die Hand geben? And ladies and gentlemen, we welcome Bill Gates on the stage. Please do join us. Minister Müller, we need you too. We need you too for the dialogue. You're happy in this seat? We thought you should take center stage, okay. But if you're happy there. In the middle, see? No. I'm watching from this side. And I just switch straight away to English, because every time I speak with Mr. Gates, I think it's only polite to address him in his mother tongue, sort of. As you can imagine, and I'm sure that I don't exaggerate when I say that pretty much everybody in here, certainly all the students, just make yourself heard, all the students, everybody here in the room. They're here because of you. And you've now just been listening to two very short speeches, but also in terms of content, very full and interesting. And Minister Müller just pointed out the successful cooperation also with the Bill and Melinda Gates Foundation, pointed out challenges that are still on the way, like a recent rise in poverty and so forth, and of course the huge potential that young people provide in order to offer solutions. Before we get to specific questions, would you like to give us your thoughts? Well, the world should feel good about how we've improved the human condition, over the last 200 years or the last 25 years. A lot of amazing things have taken place. One broad statistic to look at is what percentage of the world lives in extreme poverty. 25 years ago, that was 36%. Now it's 9%. And so phenomenal progress there. Likewise, you can look at childhood death. If you go back over 100 years ago, over 30% of children died before they reached the age of 5. Now we only have small parts of the world where we still have 15% of the kids dying, and that's in a big central part of Africa, including northern Nigeria. But the overall death rate, total number of deaths, has come down from 11 million to 5 million. That's because we took the latest science, we took the vaccines, a vaccine for diarrhea called rotavirus, a vaccine for pneumonia called pneumococcus, and we got those out to most of the children in the world. So the development agenda, really, there's a lot of great learnings where generosity, good science, really learning how to work with these governments to get the delivery even out into the tougher areas, that's worked well. Now, looking forward, our job is going to be tougher. While, as the minister said, the population goes from 1 billion to, by the end of the century, is as much as 4 billion. And so it's not going to be easy. Africa, in terms of the diseases that are there, that's where malaria is in a big way. It's where these so-called neglected tropical diseases are. Some of the governments, because these are poor countries,
our very fragmented governments, being able to track, is the government doing what you want to do? It's not going to be easy. The reason I'm optimistic is that even in the face of climate change, which makes this job much, much harder, because these equatorial regions where a lot of the poorer farmers, it's going to be very hard to grow enough food. Because of innovation, innovation in agriculture, innovation in medicine, innovation in energy, innovation in digital tools to even track and make sure governments are doing what they're supposed to do. You know, I do think the young generation, which you represent, the chance to come up with these innovations is the reason that even despite those challenges, we can make the progress and development continue like it has for these last 25 years. All right, you've just touched on a whole like buffet of a success, challenge, and opportunities in fighting poverty. And I'm just switching into German now as I'm turning to Minister Müller now, because all of those Fortschritte sind sehr stark mit der Gesundheit verbunden. Yes. Das war eine sehr gekonnte Transition, wie man bei uns dann auch sagen würde. Nein, es ist ja auch gerade eben der World Health Summit hier in Berlin und ich weiß, dass gerade auch bei Ihnen im Haus und bei Ihnen persönlich Gesundheit sehr im Fokus steht. Wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass gerade dieses Thema eben gerade auch in Entwicklungsländern erfolgreich angegangen werden kann, weil es ja, wie wir auch gerade gehört haben, offenbar ein sehr wichtiger Schritt ist im Kampf gegen Armut? Wir beide treiben dieses Thema voran. Gesundheit, Fortschritte in der Basisversorgung bei Gesundheit und Bildung sind die zwei entscheidenden Voraussetzungen und Schlüssel für Entwicklung in den afrikanischen Ländern. Und lassen Sie mich einen Aspekt nochmal aufgreifen. Bis 2050 werden auf dem afrikanischen Kontinent 2 Milliarden Babys geboren. So die Geburtenrate so bleibt, wie sie ist. Sie muss nicht so bleiben. Wir haben Länder wie Niger mit 7,5 Kinder, keine Gesundheitsinfrastruktur, keinen Zugang zu Bildung für die allermeisten Frauen. Wir haben Länder wie Ghana mit 4 Kindern und Tunesien mit 2 Kindern. Es hängt ganz entscheidend davon ab, die Mütter- und Kindersterblichkeit zu reduzieren und in Bildung zu investieren. Und dann wird auch die Geburtenrate sinken. Denn es muss nicht sein, es würde uns vor gewaltige Herausforderungen stehen, bis 2050 eine Verdopplung der afrikanischen Gesellschaft. Also Gesundheit ist eine Basis, Grundinvestitionen in die Humanität, auch der Menschen und der Zukunft. Und auch an der Stelle sage ich, wir haben das Wissen, wir müssen es tun, unser Wissen in diesen Ländern zur Verfügung stellen. And some of the knowledge, Mr. Gates, that we have in terms of innovation has already helped global health. Do you have any specific example when it comes to innovation that helped health that you admire the most, that you think that was just is a prime example of how it should be? Well, one of the great episodes was the eradication of smallpox, where through the use of a single-dose vaccine, very effective vaccine, this disease that killed over 1 million people a year was completely wiped out. That was back in 1979, you know, an incredibly heroic effort. Now we have many other diseases that we should try and do the same thing for. And it's not going to be easy. Polio is the one that we're furthest along. You know, we've gotten down from over 300,000 cases a year to now. We only have Pakistan and Afghanistan where we've never eradicated the disease. And we're very hopeful that we'll get it done there. It's taking a few more years than we expected. So I'd highlight that as this mind-blowing success. Also, the fact that 95% of kids survived to their first 5th birthday, you know, was only 90%. So, you know, that's cutting in half that mortality rate. If we can do a good job in Africa,
we can cut it in half again. So only 2.5% of kids die before the age of 5. It's going to require progress on a lot of different diseases. Malaria, we've cut the deaths in half, but there's still quite a few there. There's a lot of deaths that take place in the first 30 days where an infant is very vulnerable. Even in Africa, where malaria is a big factor, almost 40% of the deaths now are in that first 30-day period. So we really need to innovate in that. But, you know, I think the lessons of the past, where we built up the primary healthcare system, we got the vaccine coverage rates up, even in very tough places. If we can get, you know, about 4 or 5 more vaccines, tuberculosis, malaria, HIV, those would take us a long way towards what we want to achieve. Now, we've achieved an awful lot, you pointed that out, but when we look at the world, and this is incidentally also one of the questions, we received many, many questions, we tried to sort of filter it down, but this was also one that was submitted earlier on. Looking at the world, we have a recent rise in poverty, we have suffering, look at all the different sort of crises, conflict in various parts of the world, and of course we also have inequality. We hear about this almost on an annual basis now at the big conferences, Davos and what have you. And that gives the impression that are our efforts really making a difference? Well, yeah, people always hear about the bad news. There, you know, there's not a rise in poverty. The greatest period of reduction in poverty is the last 10 years. Even if you take on a pure equity basis, the countries like India and China that have been poor are growing way faster than the richer economies. And so the catch-up growth for most of humanity, and China and India count a lot. You've got 1.4 billion people, 1.3 billion people. You know, that's over a third of the people on the planet just in those two countries alone. We are making incredible progress. Now, there's a temptation if you don't have the right framework that you're always reading about, hey, isn't Africa still poor? Yes, it's relatively poor, but it's not nearly as poor as it used to be. Literacy in Africa has gone from 20% to 80%. Survival rate has gone up faster than any other continent. And Africa's very heterogeneous. The news will tend to come from wherever there's the worst situation going on. You know, South Sudan, DRC, Central African Republic, Somalia. You're going to read a lot about that. And I'm not discounting. Those are very important places. We have to figure out how we help those countries. In the meantime, Ethiopia is an example of a country that, although it's very, very poor, they've doubled their agricultural output. They've cut their child-to-death rate down very dramatically. Ethiopia and Rwanda are sort of the most improved in the entire continent. And there's a lot of lessons that show that, okay, even at that incredibly poor level, you can do well. So anybody who's discouraged, you really need to step back and look at the overall framework and see the positive exemplars. You know, it is far, far better to be born in Africa today than at any time in the past. No, that is a message. That is a nice message that I'd like to take away, definitely. Bundesminister Müller, wir sind ja hier auch und gerade in einer Universität, weil hier sehr viele Studenten sind und wir erinnern uns an unsere eigene Jugend vielleicht, da ist man ja noch voll in Saft und Kraft und will tatsächlich etwas bewegen. Jetzt gibt es neue Technologien, wir haben Digitalisierung und Innovation, haben wir auch in Ihrer Rede gehört, spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Entwicklungshilfe. Wie können wir denn Innovation, Ideen von den jungen Menschen, die hier im Saal sind, wie können man die noch besser nutzen, um den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen? Und wie können die afrikanischen Freunde, die uns per Livestream zugeschaltet sind, unser Wissen nutzen? Ich will Ihnen das in einem Beispiel sagen. Ich war vor einiger Zeit an der Pan-Afrikanischen Universität, die wir unterstützen. In dieser Veranstaltung, ähnliche Größe wie hier, nahmen afrikanische Frauen, Studentinnen und Studenten aus 15 verschiedenen afrikanischen Ländern teil. Und sie fragten mich, ob ich ihnen sozusagen die Curriculas Ingenieurwissenschaften der TU München und Berlin mitbringen kann. Sie wollen an unser Wissen anschließen. Nein, sagte ich, ich bringe euch einen Chip mit.
Wir verbinden euch mit der TU Aachen, der TU Berlin und der TU München. Und ab heute, nämlich seit einem Jahr, läuft dieser Wettbewerb. Ich habe eine Wette eingegangen, die nächste Nobelpreisträgerin Physik, Mathematik wird von der Panafrikanischen Universität aus Algerien kommen. Was will ich euch sagen damit? Digitalisierung heißt, dass unter anderem in Echtzeit auf der ganzen Welt unser Wissen jedem zugänglich ist. Und das wird gewaltige Innovationssprünge in Afrika, in Indien, in diesen Ländern auslösen. Und sie werden uns auf vielen Bereichen nicht einholen, sondern überholen. Und das ist das Größte, was wir leisten können. Zugang zu Bildung, dann lassen sich all die dargestellten Herausforderungen lösen. Wenn Sie über Afrika reden, Herr Minister Müller, dann nennen Sie es ja auch den Chancenkontinent Afrika. Und seit letztem Jahr gibt es den Marshallplan mit Afrika. Warum Afrika? Mit Afrika, wir müssen den Eigenwillen der Menschen herausfordern und ihnen die Möglichkeit geben. Jeder von euch muss selber über den Büchern am Computer sitzen, seine Masterarbeit schreiben. Das ist auch bei den Afrikanern so. Und die Normalverteilung der Intelligenz ist auf der Welt überall gleich. Und deshalb sage ich nochmal, Zugang zu Wissen, Technologien, diesen Wettbewerb müssen wir starten und den jungen Afrikanerinnen den Zugang bieten. Then I have one more question before we turn to those that we filtered down earlier for Mr. Gates. You travel around the world, you engage with people, young people as well, and there are an awful lot of young people that feel disengaged from traditional politics in particular, and they certainly feel that they don't have a strong enough voice that could affect any real change. When you speak to everybody here in the room and everybody who is watching us on the live stream, how can students make a difference? Well, there's a lot of ways to make a difference. You can choose to get involved in politics. You know, most of the money that goes to help Africa comes from European governments. And having the voice of young people, should that be maintained, is very, very important to us. You know, for the students here, you're all getting fantastic educations, the opportunity to take your skill set and help invent products that will help the world, including Africa, or in some cases specifically going after the needs in Africa. You know, that is probably the highest leverage way to have impact. Part of the reason we're having the Grand Challenge Summit here in Berlin this week is that we bring in people from Africa to talk about the needs. You know, for example, people may not realize that part of the problem with getting vaccines distributed is keeping them cold. And so some, you know, cheap refrigeration or a new design of the vaccine so it doesn't need to stay cold is a huge thing. In agriculture, of course, we want better seeds, we want better fertilizer, but we also waste a lot of food as we go from the farm to actual consumption. And so, you know, innovations, okay, how do you think about that wastage? How do you make sure as much money gets to that farmer as possible? There's so many areas that innovation is needed. When we think about climate, that's sort of the biggest problems of all, because there we not only need to change electricity, we need to change all of transport, not just cars, but all transport. We need to change industry, which is steel and cement and all the materials we use in society, all the heating we do, even agriculture, land use policies and livestock. That alone is 24% of emissions. And often when people think, oh, all we need is clean energy, they don't realize that cows, if you treat them as a nation, they would be the fifth largest emitting nation in the world, just the cows. and so, you know, can we create artificial meat that doesn't have any of those emissions? How are we going to go about reducing that? So, I personally, because I love science, I love research, and we're here at a place that has a great tradition of fantastic research, I'd put that top of the list. But being politically active, supporting the parties that believe in generosity to Africa, I'd put that a close second. There's a lot of scope for innovation listening to you, Minister Müller.
Ich wollte noch mal ergänzen, was uns beide verbindet, die Chancen zu sehen, nicht nur die Probleme. Bill Gates hat Südsudan, Somalia. In Somalia ist im Übrigen der Klimawandel angekommen, den wir auslösen, die Industrieländer. Und darunter leiden diese Menschen vor Ort. Marshallplan mit Afrika heißt, wir müssen eine neue Qualität Europas, Deutschlands und Europas in der Zusammenarbeit mit diesem Kontinent jetzt umsetzen. Nicht nur an Mauern denken, das Mittelmeer abregeln, sondern dorthin gehen und den Menschen Chancen geben, sich zu entwickeln. Und ich möchte Ihnen sagen, das ist der Chancenkontinent. Ich war in Botswana. Botswana, Ruanda, das sind Länder, die ziehen an uns vorbei im Digitalbereich. Wir haben dort einen besseren Handyempfang, natürlich wie in Brandenburg oder in Berlin, selbstverständlich. Aber es ist ja nicht ganz, es ist ja nicht ganz schwierig. Nein. Aber ich will Ihnen damit sagen, blicken Sie auf diesen Kontinent, der 100-mal so groß ist wie Deutschland, nicht nur auf die Problembereiche. Und welche gewaltigen Entwicklungen vor uns stehen, möchte ich Ihnen nur in einem Segment sehen, Sie Ingenieurwissenschaftler. In den nächsten 10 Jahren wird auf dem afrikanischen Kontinent so viel gebaut, Infrastruktur, wie die letzten 100 Jahre in Gesamteuropa. In 10 Jahren. Ich war eben in Maputo, die weltgrößte Spannbrücke steht nicht mehr in San Francisco, die Golden Gate Bridge, sondern in Maputo. Vor 3 Wochen eingeweiht und von einem deutschen Ingenieurbüro Gauf konstruiert und umgesetzt. Von den Chinesen finanziert, muss man dazu sagen, weil wir die Milliarde nicht haben. Aber das ist eine neue Form der Kooperation. Wenn die Chinesen das Geld haben, wir in nachhaltige Projekte und Berlin die Ingenieure schickt, dann ist das Zusammenarbeit, wie ich sie mir wünsche. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten an der Stelle, da ist, kann man ja nichts draus aussetzen. So, ich hatte Ihnen schon gesagt, wir hatten ganz viele Fragen eingesammelt, schon mit der Anmeldung, die wir jetzt eine Stunde bevor Sie gekommen sind, in einem kleinen Vorprogramm nochmal runtergebrochen haben und in 3 Themenblöcke eingeteilt haben. Mit denen fangen wir jetzt einfach mal an und dann gucken wir, was noch da reinkommt. Im ersten Themenblock haben wir sogar uns auf 2 Fragen geeinigt, weil da eine Patt-Situation war. Die erste Frage, die ich jetzt an Sie beide richten möchte: An welchem Punkt soll die Entwicklungshilfe in ärmeren Ländern zuerst ansetzen? Ganz einfach, Überlebenssicherung in den ärmsten Ländern. Und da sage ich Ihnen auch ein aktuelles Beispiel, Jemen. Es ist ein Skandal, dass dort Tausende, Zehntausende an Cholera erkrankt sind, Kinder und sterben. Wir könnten den Kindern das Überleben sichern, mit einer einfachen Tablette Durchfall zu verhindern. Und wir schauen zu, wir blenden aus. Also Hunger ist das erste und die größte Herausforderung, Nahrung. Anything to add? Yeah, the burden that the kids who survive are malnourished enough that they never develop either physically or mentally. That's something that is only being recognized fully now, that the capacity of those kids to be educated, to be productive, to just, you know, live a decent life has been obliterated because the diet and the disease load they have had when they're very young sets them back. And, you know, now we have more instrumentations to see that the white matter of their brain is not fully developed and see what that implies. So it's about 40% of the kids, so way higher than what we're dealing with in terms of deaths. If I had one wand, you know, and there's a lot of things that you might want, but I would probably pick it to get rid of malnutrition. Die zweite Frage ist speziell an Sie gerichtet, Herr Bundesminister. Inwieweit sollte der Staat die Interessen seiner Wirtschaft berücksichtigen, wenn er versucht, Umweltschutz oder die Bekämpfung von Armut zu erreichen? Da antworte ich Ihnen, wir müssen die Ausbeutung des afrikanischen Kontinents stoppen. Unser Wohlstand, Ihr Wohlstand, mein Wohlstand baut auf den Ressourcen des afrikanischen Kontinents. Und wir haben so etwas wie eine neokoloniale Zeit kreiert. Kein Handy von euch funktioniert ohne Coltan, Kobalt aus dem Kongo.
Kein Auto fährt hier, geschweige denn ein Elektroauto ohne Lithium. Die Ressourcen des afrikanischen Kontinents sind die Basis für unseren Wohlstand und für unsere Zukunft. Aber es muss gerecht zugehen. Wir dürfen nicht die Menschen vor Ort versklaven in den Minen des Kongos, aber auch auf den Kaffeeplantagen, wenn sie unsere Ressourcen sozusagen fördern und ernten. Und wir dürfen dies auch nicht zulasten von Natur und Umwelt auf dem afrikanischen Kontinent zulassen. Und deshalb brauchen wir eine gerechte Globalisierung mit gerechten Lieferketten, die beginnen in den afrikanischen Minen und die bei uns enden unter den Motorhauben unserer Luxuskarossen. Gerechtigkeit, und das heißt ökologische und soziale Mindeststandards, die wir in der Welt umsetzen müssen. Dann gehe ich jetzt zum zweiten Themenblock, wo wir eine Frage für Mr. Gates haben. So, here's a question for you, which I'm going to translate myself now, trying to. Which technological trends harbor the biggest potential for a healthy future, and which trends should we fight? Well, the health burden in the developing countries is very different than in the developed countries. In the developed countries, it's chronic disease. The disease, obesity, heart disease, depression, that's where the big burden is. And you know, there's great room for innovation there. For the developing countries, it's still very much infectious disease, HIV, tuberculosis, malaria. Those are the very big killers. And the problem we have is that the normal thing that happens in medicine, where you invent something and it's used in the richer countries, and then eventually the price comes down and it becomes available globally, that doesn't work for the diseases that we've gotten rid of in rich countries by other means. So we're all healthy enough that the amount of TB in the United States and Germany is very, very small. We don't have malaria here because we don't have anopheles mosquitoes. And so the normal market mechanism isn't going to invent a malaria vaccine. It's not going to invent an HIV vaccine. There is no price signal coming from these people who suffer because they don't. It's not something they can buy, and therefore only an approach of government funding and philanthropy will come up with the global public goods that are missing there. You know, the same thing is true of seeds. Africa needs better seeds. They, in the face of climate change and population growth, they have to have better seeds. And you know, perhaps it's controversial to say that Africa should be allowed to pick what seed technology it uses, even if you know other countries aren't using those technologies. That, you know, in their case, it is a question of survival. It's not just whether food is expensive or not. It's whether they have a crop that can last through a huge drought period. So they're going to go from having about 1 in 10 years with very low output to it'll be more like 1 in 4 years. And that's because of climate change that they did nothing to contribute to. It's a rounding error, the amount of greenhouse gas that's come out of Africa. So they shouldn't be burdened on them, you know, going to solar panels before we do. Likewise, what's going to happen to the subsistence farmer, which is 90% of the damage in the rest of the century, is to subsistence farmers. Yes, it's going to be hotter in various places, but that is not a life and death question. Having enough food is, and so we have to move to do a very dramatic increase in productivity in Africa using all the scientific tools we have. So there isn't, when it comes to innovation and actually pushing them, there isn't a one-size-fits-all solution. You wanted, Bundesminister Müller, Sie wollten da noch was ergänzen? Ja, ich bin ja immer für konkrete, praktische Umsetzung. Und damit Sie sehen, Politik bewirkt auch was. Wir betreiben 15 Innovationszentren in afrikanischen Ländern,
und auch in Indien. Und ein Beispiel greife ich heraus, was Bill Gates eben dargestellt hat. Wir haben ein weltweites Screening durchgeführt für Benin. Welche Reissorte auf der Welt passt nach Benin unter den Bedingungen Boden, Niederschlag und die gesamten Voraussetzungen? Und wir haben aus Asien eine Reissorte nach Benin gebracht, die innerhalb von einer Ernte auf die nächste den Ertrag pro Hektar verdreifacht. Sie nehmen die Reissorte aus Asien und pflanzen sie in Benin und erzielen von 1,5 auf 4,5 Tonnen pro Hektar eine Ertragssteigerung. Wir brauchen die Gentechnik nicht. Wir müssen nur das Wissen, das weltweit vorhanden ist, an den richtigen Ort bringen. Und dieses Reisbeispiel ist meines Erachtens, das ist bezeichnend. Das ist großartig, was man bewegen kann. Wir haben noch eine vorgefilterte Frage und ich sehe auf dem Tablet auch, dass live eine Menge neue Fragen reinkommen und da versuchen wir auch noch welche mitzunehmen. Mr. Gates, this next question is for you as well. How do we enable patients who don't have the money to actually pay for it? How do we enable them to have access to innovation, for example, improved medication? Well, in medication, the cost to create new products is very, very high. And the last thing we want to do is to create a pricing regime that chokes off new drugs. We need new drugs, whether it's for cancer, heart disease, Alzheimer's, Parkinson's, diabetes, you name it. The thing that I think is a model that's worked very well with the Global Alliance for Vaccines that we talked about is that depending on the income level of a country, the pricing is tiered. And so the poorest countries get a price that is just almost identical to the cost of manufacture. In fact, for the countries that can't even afford that, that's where the donations to the Global Alliance for Vaccines, Gavi, have taken very state-of-the-art vaccines that were only introduced in rich countries over the last 6 years and gotten them out to children, even in remote parts of Africa. So this tiered pricing approach, although, you know, deciding what the tiers should be, should Brazil be in the middle tier? India is complicated because there's actually a middle class market. So do you have two tiers depending on the distribution channel within the country? Getting that right, there's a lot of open questions. But it really is the best of all worlds where the payback to the R&D, the incentive to make more drugs comes largely out of the richer countries and somewhat out of the middle income countries. And yet we're making these medicines available broadly throughout the globe. And so, you know, we feel good about that. For HIV medicines, there was some resistance to that model, but then the activists won out and, you know, all the drug companies went along and it's incredibly successful. That's why the cost of the medicine is actually not the hardest part. It's actually getting the delivery system to work is the limiting factor now in HIV treatment. And storage, of course. Und ich möchte Bill Gates da ein großes Dankeschön sagen. Wenn wir 20 Jahre zurückdenken, dann war AIDS eine Bedrohung der Menschheit, Afrikas, die Durchseuchung in vielen Staaten. Und wir waren in großer Sorge, dass wir diese Herausforderung überhaupt bewältigen können. Heute, 20 Jahre später, muss niemand mehr an AIDS sterben. Und die Behandlung ist bezahlbar, nur möglich durch Gavi und durch den weltweiten Zusammenschluss und den Einsatz und das Engagement von Bill Gates und seinen Freunden. Vielen Dank. Das heißt, Fortschritt kann passieren, wenn man sich dafür einsetzt. Und hier gibt es ganz viele Leute, die sich jetzt dafür einsetzen, dass wir noch ein paar Fragen unterbringen, die jetzt spontan noch gekommen sind. Und ich fange einfach oben an, mache keine bestimmte Reihenfolge. Ich habe hier eine Frage, die heißt, China investiert 50 Milliarden US-Dollar in Afrika, Deutschland 3 bis 4 Milliarden.
Wie schätzen Sie die Rolle Deutschlands in der globalen Entwicklungshilfe im Vergleich zu anderen Staaten ein? Erstens, wir tun zu wenig und wir müssen das 0,7-Ziel erreichen. Das ist meine Botschaft an den deutschen Finanzminister und ich brauche eure Unterstützung. Habe ich die? Ja, ich bin mitten in Haushaltsverhandlungen und ich kann nicht verstehen, dass ich für jeden Euro und jeden Cent betteln muss, den wir dort sinnvoll investieren können. Zweitens, ich habe vorher die Brücke von Maputo erwähnt. 1 Milliarde chinesisches Geld, deutsche Ingenieurleistung. Ich bin natürlich auch mit den Chinesen im Kontakt. Investitionen sind wichtig, auch und wenn sie von Chinesen finanziert sind. Sie müssen nachhaltig den Menschen und der Natur dienen vor Ort. Und deshalb kommen wir hier zu neuen Kooperationen, auch mit chinesischem Geld. Just one point of clarification on this. When people give out numbers, it's important to remember there's different categories. So in terms of infrastructure projects, that China is number one in terms of those things. But those are loans, and that's very different than funding the medicines. Of course, Africa needs loans. It needs those infrastructure things, and the U.S. and Germany should compete with China for all those things. But the actual aid budget from China, the grant budget, is still quite small. Everyone hopes that that will grow, but it really is the European countries, where Germany's been fantastic, that provide the bulk of that aid. So, you know, multiple categories, all of which we need to work on. Yeah, yeah, aber ich möchte... Wir haben den Dialog erreicht. Es soll ja auch ein bisschen spannend sein und aktuell. Meine Damen und Herren, liebe junge Freunde, sage ich hier, wir brauchen wirklich einen Change im Denken. Wenn ich Ihnen die Zahlen nenne, ich habe vor kurzem mit dem US-Botschafter dies diskutiert. Die Amerikaner erhöhen dieses Jahr ihren Rüstungsetat um 55 Milliarden und reduzieren die humanitäre Hilfe. Das ist nicht in Ordnung. Wir haben weltweit die Situation, dass... Wir haben weltweit die Situation, dass wir 1.700 Milliarden Dollar für Rüstung ausgeben und dieser Rüstungswettlauf enorm weitergetrieben wird. 1.700 Dollar. Die weltweite Entwicklungszusammenarbeit sind 160 Milliarden, in etwa ein Zehntel. Und damit können wir die Probleme der Welt, die Herausforderungen nicht meistern. Es muss 1:1 ist die Formel, die wir in unserem Koalitionsvertrag für die nächsten Jahre bei Steigerungen festgelegt haben. Und diese Formel muss umgesetzt werden, mindestens 1:1 für Entwicklungshilfe im Verhältnis zur Rüstung. Der Applaus gibt Ihnen recht und ich drücke Ihnen die Daumen, dass die Umsetzung gelingen möge. Der Beifall muss mindestens bis zum Finanzminister und zur Verteidigungsministerin kommen. Dann machen wir am Schluss noch mal ganz laut und drehen das Volume noch ein bisschen auf, damit Herr Scholz das dann auch hören kann. Mr. Gates, I have a question here directed at you. What is your personal opinion on Planned Parenthood in developing countries and how does your foundation support it? Well, making sure that women have access to tools for their reproductive health is a huge focus for our foundation. We don't get involved in abortion, but all the tools of contraception, including a lot of potential for innovation in that space to make things that are more effective, we've been very involved with. The good news is that even on a voluntary basis, if you get those tools out there and you educate the women, they will choose to use them. The first thing they'll use them for is spacing their births, which is very, very beneficial in terms of the health of the mother and the health of the child. Over time, they'll also use them to limit family size to smaller numbers. So the demand that's not being met is very, very high. It's really in terms of
showing leadership and driving this program. That's something my wife Melinda's been very engaged in. And the numbers are going up, but not as fast as the goal that the world set to get those out there. So we still have work to do on tools of reproductive health, both in the innovation side and on the delivery side. We have 5 minutes left. Da war ich vor kurzem in Mosambik, dann haben wir über Familienplanung gesprochen, lieber Bill. Dann zieht die junge Frau, die Afrikanerin, ihr Apple-Handy raus und sagt mir, schauen Sie, ich habe da eine neue App, der weibliche Zyklus. Ich bin heute am 26. Tag, heute passiert nichts. Ja, liebe Studentinnen und Studenten, Sie wissen, wenn Sie es Ihrem Freund sagen dürfen oder müssen, heute geht nichts. Und mit dieser neuen App, schauen Sie, ich wollte nur ein Anwendungsbeispiel für Digitalisierung. Innovation, ja. 600 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner haben heute ein Handy und davon die meisten schon internetfähig. Wir müssen diese Möglichkeiten und Chancen nutzen, auch zum Thema Familienplanung, Aufklärung. Weil Sie das Mikrofon gerade in der Hand haben, Herr Minister Müller, wie möchte Herr Dr. Müller, so steht das hier geschrieben, gerechte Lieferketten etc. erreichen? Das ist eine Anschlussfrage an das, was Sie vorhin gesagt haben. Wirtschaftliche Interessen, aber mit Verantwortung. Ich darf nicht zu weit ausholen. Die eine Säule, um die Welt gerechter zu machen, ist Entwicklungszusammenarbeit. Wir sprechen nicht mehr von Entwicklungshilfe, es sind die öffentlichen Gelder. Das zweite ist, wir müssen private Investitionen, Familie Dreier und andere Investoren sitzen auch hier. Private Investoren gewinnen in Afrika, in diesen Ländern zu investieren. Und das Dritte ist, den Handel gerecht zu gestalten. Das ist die größte Möglichkeit, Entwicklungssprünge auszulösen. Die Chinesen haben die letzten 30 Jahre 400 Millionen Menschen aus absoluter Armut entwickelt durch Handel. Und wir müssen, was ich vorher angedeutet habe, die Lieferketten gerecht gestalten. Und jetzt sage ich Ihnen das beim Kaffee. Ich war in Westafrika in diesen Plantagen und so weiter, wo Kinder Sklaven für Sie, für uns arbeiten. Wir kaufen in Berlin das Kilo Kaffee für 10 Euro ein. 10 Euro. Wissen Sie, wie viel für die Bohnen bezahlt wird, die da drin stecken? 50 Cent. 50 Cent. Wären wir bereit, einen Dollar für das Rohprodukt zu bezahlen, beziehungsweise einen zweiten Schritt, die Bohnen dort zu verarbeiten, dann könnten die Menschen leben, die Familien könnten ihre Kinder zur Schule schicken, Medikamente kaufen. Das sind gerechte Lieferketten. Deshalb an der Universität hier noch, nur noch fairen Kaffee und an allen öffentlichen Institutionen, aber auch Sie zu Hause privat. Schmecken tut er auch. So, und weil ich weiß, dass Sie beide Anschlusstermine haben und ich versprochen habe, dass hier niemand zu spät weggeht, wir haben 3 Minuten, da schaffen wir diese Frage auf jeden Fall noch. Wenn Sie möchten, bitte auch beide antworten. Was können wir ganz konkret hier in Berlin machen, um Innovationen für eine gesunde Zukunft in Ländern des globalen Südens zu fördern? Who would like to start? Well, in terms of greenhouse gas emissions, you know, I mentioned it's across many sectors of the economy. Almost anything that involves physical activity is some source of greenhouse gas emissions. So whether it's inventing refrigerants that aren't greenhouse gas driven, whether it's new sources of energy, ability to store energy, ability to do low cost transmission of energy, which is still a huge limiting factor. You know, I'd say that other than health, where the number of innovations we need is literally in the thousands, the next big category, I would say, is in clean energy. And the engineering expertise that Germany's always had means that it's got a huge opportunity. We're kind of in a rush on this one. Usually innovation, you can just wait until it comes along. Here, the longer we wait, the more warming we're going to experience. The idea that the world is going to avoid 2 degrees C of warming does not appear to be realistic at this point. But the better we do, we'll hold that number down. But we're not really on track
you know, including the United States, including Germany, the way to get back on track would be to surprise people with lots of innovation. That is really the best hope to turn the situation around. Ich schließe mich da an. Die Frage der Energie ist die Grundlage für Entwicklung. Afrika, wenn Sie von Kairo nach Kapstadt fliegen, sind Sie 10 Stunden im Flugzeug. 90% der Haushalte haben keinen Zugang zu Elektrizität, zu Energie. Würden wir Afrika, und das können wir gar nicht verhindern, die nächsten 20 Jahre jeden Haushalt an Energie, an Elektrizität anschließen, bräuchten wir in etwa 1200 Kohlekraftwerke, denn Kohle ist natürlich in Afrika vorhanden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann gehen die Lichter aus, dann wird es rußig hier, dann erreichen wir das 2-Grad-Ziel nicht. No chance. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, in grüne Energie zu investieren. Wir brauchen eine globale Energiewende. Afrika nicht zum schwarzen Kontinent der Kohle, sondern zum grünen Kontinent der erneuerbaren Energien. Und hier sind wir deutsche Weltmeister. Es gibt also viele, viele tausend Arbeitsplätze und Investitionen für Sie alle. Herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie haben alle gut zugehört und mitgeschrieben. Das ist jetzt die Hausarbeit bis Ende des Jahres spätestens. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken, Herr Bundesminister Müller, für die tolle Veranstaltung und alles Gute weiterhin für den World Health Summit. Bill Gates, it was an enormous pleasure having you here with us and obviously all the best for the Grand Challenges annual meeting. It's great to have you here in Berlin.